So, nun ist hier aber auch mal Ruhe. Munition knapp. Ach, was du nicht sagst. So, okay, okay. So weit dürfte es eigentlich auch nicht mehr sein. Normalerweise. Oi. Was? Kein Checkpoint? Ich habe die Pille auf Ortem geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pille auf Ortem ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Überraschung. Oh. Alles, was nie auf mich trifft. Ah, Gott. Scheiße. God damn it.
Soweit, so gut. So, Munition. Rocket aufnehmen. Viel Munition ist es ja nicht. Aber sollte eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. So, machen wir auf hier. So, Checkpoint hätte ich gern. Ich hätte gern einen Checkpoint. Warum kriege ich keinen? Was soll denn das? Ah, Kontrollpunkt abgeschlossen. Geht doch. Okay, jetzt möchte ich gerne mal rauchen. Letzte Runde. Okay, die Frage ist jetzt, wie ich da hochkomme. Brauche ich sicherlich einen Banshee. So, ich sehe hier keinen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass da, wo die Flat herkommen, ein Banshee oder ähnliches steht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich den Weg hier umsonst laufe. Ah, jetzt komm halt. Oh ja. Ich bin mir da halt nicht ganz sicher. Also, dass ich hier außen rumgelaufen bin, das war schon mal scheiße. Vielleicht führt auch ein Fahrstuhl nach da oben. Da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt erstmal hier bei den Flat gucken. Vielleicht lässt sich ja was Nützliches finden. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nein. Okay, habe ich mich geirrt. Von hier kommt nämlich... Also, geht hier zumindest nicht weiter. So. Ah, ja, ja. Gut. Wissen wir schon mal Bescheid. Aber wir haben Raketen gefunden. Raketen sind immer gut. So, und die... machen sich da gegenseitig fertig. Das ist auch nicht verkehrt. Da halte ich mich einfach zurück. Aber jetzt ist irgendwas hinter mir. Uiuiui. Da könnt mir gar nichts. Absolut nichts. Also irgendwann reicht's aber. Irgendwann reicht's aber auch mal. Naja, okay. Na, ja, mach nochmal einen Anflug, du Eierkopf. Das nächste Mal treffe ich aber auch. Eine Rakete habe ich noch. Die muss sitzen. Die muss sowas von sitzen. Ui. Muss das denn sein, Leute? Scheiße.
Anstrengend. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. Kontrollpunkt speichern. Weitermachen. Ich habe sowas von keine Lust mehr, aber ich muss es halt noch durchkriegen. Ich brauche sowieso viel zu lange. Ich bin voll aus der Übung. Aber ich rush jetzt einfach durch. Ist mir scheißegal. Zieh mal Leinen da. Nervt mich auch alle einfach nicht. Und schnell abzecken, 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 abzecken. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Der Banshee, der rast rein. Ah! Mann, 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 Junge, Junge. Okay, Kontrollpunkt. Wenigstens etwas. So, hier wird auch geschossen. Aber hier liegt SA2M. Raketen, Minipang. Aber soweit ich mich erinnern kann, bringt das SA2M gegen die Flat recht wenig, glaube ich. Ja, wenn man da gut erkennen konnte. Jetzt habe ich den Lied umgebracht und das war nicht so klug, einfach aus dem Grund, weil die sich da mal schön bekämpfen sollen. Das ist mir recht. Wie sagt man doch so schön im WoW-Slang? Ich möchte ja nicht die Aggro ziehen. Boah. Leck mir am Arsch. Und ja, ich spiele WoW. Ist aber ein Scheißspiel. Ist mir viel zu langweilig. Immer wieder dasselbe. Und nein, ich habe noch keinen 85er. Ich fürchte, dass ich die Raketen noch brauchen werde. Ja, und... Die ist klar. Ich frage mich echt, wie ich das hier auf Legendär geschafft habe. Ehrlich. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Halo bei mir schon sämtliche Nerven gedingst hat. Okay. Die meisten habe ich auch Koop gespielt. Halo 3 zu 4, das war lustige Zeit damals. Und dann auf Legendär. Klar, das ist dann halt nicht mehr so die Herausforderung. Was kam danach? Halo Reach, auch zu viel durchgesuchtet. Halo ODST sowieso. Wobei ich ODST, na, ich weiß nicht. Es war so, naja. So, den Banshee habe ich schon gefunden. Den werde ich mir auch gleich krallen. Ich werde mich jetzt aber erstmal hier drin verstecken. Wenn es denn mal aufgehen würde, was es nicht tut. Scheiße. Okay, jetzt habe ich ein ernsthaftes Problem. Oh Gott, wenn er jetzt schießt, wenn er jetzt schießt, wenn er jetzt schießt. Und immer diese verfluchten weiten Wege. Ah, Kinners. Okay, jetzt gehe ich mal über... Ach nee, von der rechten Flanke kommen die Flat. Dann gehe ich über die linke. Oder ich verziehe mich hier erstmal, aber der Wraith, der scheint mich im Fokus zu haben. Ja.
Definitiv. Ich habe keine Lust, mich hier jetzt stundenlang durchzurotzen. Nur, dass ich dann doch drauf gehe und dann wieder alles von vorne machen kann. So, hier chill ich jetzt erstmal. Oder auch nicht. Ich dachte, da kommen jetzt noch mehr auf mich zu. Der Wraith, den kann ich jetzt schlecht abschießen. Weil bis die Raketen da sind, ist er schon wieder weg. Aber was ich machen kann, Granaten schmeißen. Toll, habe ich keine mehr. Was ist hier noch ein Plasma? Oh Gott. Oha. Oh Mann. Oh, das wird noch heftig hier. Das wird, glaube ich, noch richtig heftig. Alles auf eine Karte setzen und versuchen durchzurushen. Könnte unter Umständen funktionieren. Okay, Schilde sind fast offline. Okay, sie sind offline. Ich habe noch einen Lifepoint. Oh mein Gott, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Nein! Arschleckenfeuerwerk. Oh, ich habe keinen Bock mehr hier, blöden Wichser. Ich hau euch allen nochmal die Fresse ein. Es raubt mir den letzten Nerv. Ich weiß nicht, ob ich Halo 2 auf leicht machen soll, weil... Ganz ehrlich, Leute. Ich habe irgendwie echt keinen Bock, stundenlang irgendwo zu sitzen. Und ich denke mal, ich werde es auch machen. Okay, vielleicht... Ist aber auch scheiße, wenn es zu einfach ist. Also, ja. Ich werde mal schauen. Ich denke mal, ich werde es auf normal machen. Ey, und du gehst mir auch auf den Sack. Ja, auf den Sack. Wo sind die Raketen? Toll, da hinten. Als ob ich da jetzt hinkomme. Oh, Kinners. Ich brauche irgendwie ein Fahrzeug. Dann wäre es hier alles längst nicht so schlimm. Ja, klasse. Jetzt habe ich noch eine Rakete. Und die versau ich auch noch. Okay. Dann laufe ich hier jetzt mal längs. Ah. Ah. Oh Gott. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Bitte nicht schießen. Boah. Himmel, Arsch und Zwirn. Meine Fresse nochmal. Okay. Ihr seid mir egal, ich fliege jetzt zurück. Kann sein, dass ich da nochmal längs muss. Wenn das der Fall ist, dann... Aber mir egal. Kontrollpunkt, immer gut. Wächter. Oh, ich bringe ihn noch um. Da wären Ghosts gewesen, die hätte ich gut gebrauchen können. Wo schießt er denn? So. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Munition, Raketen. Und eine Pampe. Und dann nehme ich doch lieber die Pampe. Ist effektiver. Und schön viel Munition. Ja, her mit dem Zeugs. Her mit dem Stoff. So. Alles klar. Kontrollpunkt speichern. Ich möchte nicht nochmal den ganzen Scheiß von vorne machen. Gott weiß, wann ich den nächsten Bluescreen bekomme. Und das möchte ich doch tunlichst vermeiden. Okay, solange es nur Wächter sind, ist mir das recht. So, jetzt ist sie neutralisiert, nicht sie weg hier. Jetzt verpiss ich mich. Och. Cool. Nichts wie ins Taxi und zum Captain. Nein, das dauert zu lang. Also was sonst?
Es gibt doch das Teleporternetz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat so schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Ich habe ein Gefühl, das mir gar nicht gefällt. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los! Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flood entdeckt wurden.